Werner, herzlichen Glückwunsch erstmal der DLRG hier in Mülheim zu ihrem 90-jährigen Bestehen. Was für eine Verbindung hat die Stadt Mülheim zu der DLRG hier? Ja, die Mülheimer DLRG, seit 1925 hier ansässig in Mülheim, ist ein Teil des Stadtbildes. Wir sind an der Ruhr mit unserer Ruhr-Rettungsstation seit 1929 vertreten, seit 25, wie gesagt, Ausbildung hier in Mülheim. Wir sind Bestandteil der Mülheimer Blaulichtorganisation. Hier wird stark zusammengearbeitet. Es ist also nicht so, als wenn man hier nur gegeneinander arbeitet. Und insofern gesehen, wir sind Teil der Stadt Mülheim an der Ruhr. Das ist ein gutes Verhältnis. Das hört sich absolut erfreulich an, das muss ich sagen. Jetzt hast du gerade den Herrn Frank Esser geehrt für besondere Verdienste. Das hat sich für mich sehr interessant angehört. Womit hat er sich verdient gemacht hier in Mülheim? Ja, Frank Esser ist ein Mülheimer Unternehmer. Er ist ein Vorstandsvorsitzender der Mülheimer Wohnungsbaugenossenschaft, die sich hier in Mülheim sehr stark einsetzt für soziale Belange. Und Frank Esser hat auch erkannt, auch nach Gesprächen, dass es mit dem Thema Schwimmfähigkeit in Deutschland nicht so gut aussieht. Und insofern gesehen hat er nicht der DLRG Geld gegeben, sondern er setzt Gelder des Unternehmens dafür ein, dass Wasserfläche gemietet werden kann, dass Übungsleiter bezahlt werden können im Vormittagsbereich, nicht nur von der DLRG, von anderen Schwimmvereinen auch. Und einfach nur mit dem Ziel, die Kinder müssen schwimmen können. Und das ist sein Ziel. Und deswegen haben wir gesagt, das, was wir als DLRG machen können an der Stelle, ist ein solches Engagement auszuzeichnen. Und insofern gesehen haben wir uns gefreut, ihm heute das Verdienstzeichen in Bronze verleihen zu können. Da kann man ja wirklich nur hoffen, dass sowas ein gutes Beispiel ist und vielleicht in anderen Städten genauso nachgemacht wird. Ja, nochmal, die DLRG kann etwas tun mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Die DLRG kann aber letztendlich nur dann tätig sein, wenn auch bestimmte Rahmenbedingungen stimmen. Es müssen Bäder vorhanden sein, es müssen Materialien vorhanden sein und nur auf dem Wege der Mitgliedsbeiträge kann ich so etwas alleine nicht gestalten. Da braucht es auch das soziale Unternehmertum, was an der einen oder anderen Stelle auch hingeht und hier die Arbeit unterstützt. Janine, du hast die 90-Jahr-Feier hier in dem Schwimmbad organisiert. Was bekommt der Besucher denn geboten? Der Besucher bekommt zunächst eine Personenrettung geboten. Es werden zwei Wassersportler hier im Becken verunfallen und die werden mit einem Taucher gerettet und mittels Rettungsgriffe wird die andere Person aus dem Wasser gezogen. Und im Anschluss daran werden erste Hilfemaßnahmen folgen und das AED-Gerät wird vorgeführt. Des Weiteren haben die Besucher die Möglichkeit, Schnuppertauchen sich anzuschauen, mitzumachen, Rettungsmittel auszuprobieren. Und das Eventteam ist auch mit dabei und die haben auch noch ganz viele spannende Spiele mit dabei. Unsere Rettungssportler führen zudem noch einen Vergleichswettkampf durch. Du hast gerade gesagt, zwei Wassersportler werden gerettet. Schwimmen die hier einfach oder was betreiben die für einen Sport? Die haben oder betreiben Kajaksport und werden einen Kajakunfall simulieren. Eine Person schreit um Hilfe, wird von einer unserer Retterinnen mittels Schleppgriff gerettet und die andere Person sinkt bewusstlos zu Boden und wird von unserem Einsatztaucher gerettet, gesucht und gerettet. Die wird da vorne an Land gebracht und beide Personen und es werden erste Hilfemaßnahmen durchgeführt, es wird das Bewusstsein geprüft und dann weitergehende Maßnahmen ergriffen, je nach Zustand. Und unser bewusstloser Taucher, da wird die Bewusstlosigkeit an Land natürlich festgestellt und da wird weitergehende Maßnahmen werden dann an der Puppe weiter simuliert, dass wir das AED-Gerät anschließen, dass wir einen Larynx-Tubus setzen, ja, so lange bis der Rettungswagen eintrifft. Du hast gerade gesagt, Schnuppertauchen. Zeigen da nur die Taucher, was sie können oder kann man auch mitmachen? Man kann auch mitmachen.
Wir haben einige Flossen hier und einen Tauchparcours aufgebaut, sodass jeder die Chance hat, selber mal zu schnorcheln, aber auch mit Gerät zu tauchen. Da sind auch genügend Taucher da, die einen einweisen können. Eure Jugend ist bei der Veranstaltung natürlich auch aktiv mit dabei. Was machen die hier? Die machen ihre stadtbekannten Waffeln und ihre Cake Pops. Ist das die einzige Veranstaltung, die ihr im Rahmen des 90-jährigen Geburtstags der DLRG macht, oder macht ihr noch mehr? Wir machen noch mehr. Hier haben wir nur die Ausbildung vorgestellt und am 20. Juni werden wir nochmal unsere Einsatzgruppe vorstellen und unsere Rettungsstation.